Liebe Kinder der Nacht, seid uns ganz recht herzlich willkommen hier auf dem neuen Schloss Dracula. Ja, liebe Leute, der gute Pascal von Sims Productions Sims 3 hat das Haus fertiggestellt. Und ich bin ehrlich, ich habe gerade schon mal ein bisschen reingespickt. Es ist der absolute Oberhammer. Echt, Pascal, ey, super geile Hütte. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen vorwegschießen. Also, Pascal hat hier wirklich echt einen super Job gemacht. Ich werde das gleich im Einzelnen ein bisschen zeigen. Das heißt, wir machen jetzt eine kleine Hausführung gleich. Ich werde nicht alles zeigen können, weil das wird zu lange dauern. Das werden wir im Laufe des Let's Plays rausfinden, aber es ist echt der Hammer. Also jeder, der sich für Hausbau bei den Sims interessiert, sei auf jeden Fall die Seite von dem Kanal von Pascal, also Production Sims 3, ans Herz gelegt. Guckt euch das an. Da werden tolle Videos gezeigt, wie man baut. Da wird also Tutorial vom Feinsten. Er wird auch zu diesem Haus hier noch ein Video machen. Das kann längst ein bisschen dauern, sagt er, weil er aktuell auch super viel um die Ohren hat. Wird aber kommen und das werde ich dann natürlich auch entsprechend sofort vermelden und verkünden und natürlich auch entsprechend verlinken. Der Kanal von Pascal wird natürlich auf jeden Fall hier in die Videobeschreibung mit einfließen und schaut euch das auf jeden Fall an. Okay. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist echt, also, wir gucken mal. Also, ein bisschen was hatten wir ja schon gesehen, allerdings noch längst nicht alles. Hier sind die zwei Eingangstore. Hier steht der Vorfahr von Graf Dracula. Ne, haben wir mal so beschlossen, dass der so heißt. Wie dem auch sei, hier steht der Superflitzer vom guten Grafen. Und ja, nun, wir fangen jetzt mal an. Ich switch mal runter. So, und zwar, liebe Leute, der Keller. Es gibt einen Keller und der Keller ist wirklich der Oberhammer. Guckt euch das an. Also hier kommt man dann runter und seht's euch an. Hier ist ein Friedhof im Keller. Ne? Da sind Kreuze, hier sind Kreuze und hier gibt es eine schöne Stube. Ja, ich bin ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Also das Ding haut mich doch um. Das hier auf jeden Fall ist ein Zimmer, ein Fremdenzimmer, ein Gastzimmer, vielleicht für Hermine. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten einrichten werden. Ich guck mal, wir können sogar noch einen tiefer gehen. Genau, da kommt man hier in den Keller und in einen Wohnbereich müssen wir einfach mal schauen. So, switchen wir mal einen höher. Wie gesagt, hier ist der Friedhof, ne? Super klasse gemacht. Und hier geht's die Wendeltreppe hoch, ne? Da kommt man dann entsprechend rein oder beziehungsweise runter, ne? Und es ist wirklich der Oberhammer. Gucken wir mal hier kurz ein bisschen, das hatten wir ja schon im Vorfeld gesehen, der schöne Burggraben, der sich hier um das gesamte Haus rumzieht, ne? Hier auch eine schöne Terrasse, die drei Protagonisten sind hier schon am Start, die habe ich schon eingepflegt. Lecker Gießkanne hier zum Sitzen, schönen Grill dabei, ne? Da können die auch im Sommer, den wir ja hier standardmäßig haben, immer ein bisschen was grillen, ne? Und super cool. So, dann gucken wir mal hier auch noch ein schöner Friedhof, ne? Das gucken wir uns auch nochmal ganz in Ruhe an. Da können wir trauern, der Graf trauert nicht, der Graf sorgt dafür, dass es hier noch größer wird. Also hier noch ein schöner Friedhof, da auch wieder so ein schöner Knochenmann, ne? Ja, können wir ganz kurz hier mal zeigen. Wow. Super, 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 super. Es ist einfach super toll. Gut, gehen wir mal weiter rum. Und hier der schöne knochige Baum. Echt total cool. Na, der lecker Burggraben, der hier rumgeht. Hier wieder ein alter, schöner, knochiger Baum. Toll, hier sind auch noch ein paar Gräber. So, oh, es ist echt, Pascal, das ist absolut der Hammer hier, muss ich sagen. Also gefällt mir wirklich super. Hier auch wieder Grabsteine, Kreuze etc. Schön morbide, so wie wir das von dem Grafen hier gewohnt sind. Hier ein lecker Schild. Oh, es ist ja echt total super. Hier gibt es auf jeden Fall schönes Fernsehzimmer. Wir knipsen mal einen hoch. So, wuppdidabdidai. So. Da haben wir hier eine schöne Bibliothek, ne? Wunderbar, hier auch die nette Kugel. Da hängt ein Knochenmann, hier ist auf jeden Fall der Alchemieraum, da können die sich austoben, da kann der Graf und vor allem auch Hermine produzieren ohne Ende. Hier schöne Regale mit schon diversen Utensilien und was ist das? Öffnen, okay, da eine Truhe, das gucken wir uns auch alles ganz in Ruhe an. Hier auch ein schönes Arbeitszimmer, ein schöner alter Sekretär mit Computer drauf. Super cool. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Das scheint das Badezimmer zu sein. Wow, Freunde, guckt euch das doch mal an. Das ist doch echt mal amtlich, ne? Jo, gut, der coole Dracula.
Jetzt haben wir da noch hier, es ist ein schönes Fledermäuschen wahrscheinlich. Hier sogar Zähne putzen können sie sich, ein paar Handtücher. Wow, das sieht doch mal echt amtlich aus. Perfekt. Also echt, Pascal, muss ich sagen, Alter, du hast es echt tierisch drauf. So, hier ist auch ein schöner Gelee-Bonbon-Baum, ne? Die Küche, ne? Hier poppiger roter Kühlschrank, ne? Super, ne? Hier ein paar Spülen, Spülmaschine, alles am Start, was die gute Hausfrau so braucht, ne? Das ist, Mann, 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 das ist schon echt amtlich. Hier auch noch ein schönes kleines Erkerzimmer, wo man sitzen kann und lesen, so ein bisschen Kaffeehausatmosphäre, ne, schönes Bücherregal und da ein Wagenrad, ne, und wow. Hier hat der Killer seine Schlafstätte, ne, hat schöne Grammophon, Spielkiste für den Killer, eine Uhr und auch hier, boah, das sieht ja so edel aus, ne, das rote Zimmer, ne, cool. Liebe Leute, seid mir nicht böse, ich bin total begeistert. Also das ist ja echt ein Wohnen, das wird ja, das ist ja, das ist traumhaft. Ich bin total überwältigt. So, hier auch noch ein schönes Zimmer mit Schaukelstuhl. Ne? Wir wissen ja, Hermine, die schaukelt gerne mal ein bisschen böse. Ne? So, haben wir da jetzt erstmal soweit unten erstmal soweit alles gesehen. Ja, Killer ist ein bisschen titanmäßig unterwegs, aber okay. So, dann gehen wir mal in die zweite Etage. Na, wow, da ist hier ein schönes Schlafzimmer, ne? Oh, tolle, wow. Schönes rotes Himmelbett, ne? Wow. Coole Nummer, da ist ja hier auch noch ein schönes Badezimmer, ne? Hatte ich ja seinerzeit gesagt, das wäre so eine Teleportationskammer, ist aber eine lecker Dusche. Hier auch tollen Musikzimmer, so schön mit Teppichen und Bilder an den Wänden, ne? Ein Radio und Klavier. Gibt es auch noch gleich ein Highlight, zeige ich euch auch sofort. Hier auch ein schönes ja, Lesezimmer. Ich weiß gar nicht, wie im Bett drin. Also auch hier eine Bücherwand. Ne? Super. Regalöffner, das ist eine Schiebetür, super cool. Ja, das ist schon echt ziemlich amtlich. Ne? Hier auch auf jeden Fall. Vielleicht das Büro des Grafen sieht so ein bisschen büromäßig aus, hier mit lecker Telefon und Schreibutensilien, eine kleine Staffelei, ein Globus. Wow. Hier auch nochmal ein schönes Badezimmer. Alter Verwalter. Was haben wir hier? Auch nochmal ein cooles Zimmer. Boah, das ist. Also ich bin echt überwältigt. Hier ein Schlafgemach wahrscheinlich für den Grafen mit Blick auf den Friedhof, ne? Ja, das ist alles wunderschön morbide. Genauso wie wir das brauchen. Hier ein paar schöne Schränke. Super, echt super. Mal ganz kurz gucken. Hier steht auch noch ein alter Bass rum. Mr. Bassman, yeah. Eine kleine Daddelmaschine. Super, super. Jo, was haben wir hier noch? Das ist ja das war das Himmelbett. Ja, echt perfekt. Also muss ich sagen, guckt euch das Haus an, liebe Leute. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht zu schnell durch, aber ich will alles so zeigen. Das ist so unglaublich. So, hier geht es dann nochmal ein höher. Und hier seht, hier ist der Turm. Da geht es nämlich noch ein höher. Und jetzt guckt euch mal an, was hier drin steht. Ist das denn nicht Graf Dracula-mäßig geil? Eine Orgel. Hier steht eine Orgel drin. Ich habe schon drauf gespielt, bin ich ehrlich, klingt wie ein Klavier, aber trotzdem, alleine dieser Anblick, ne? Hier die coolen Statuen, Statuetten, wie auch immer. Ja, ja, es ist wow. Mal gucken, ob es dann noch einen höher geht. Ja, das war's dann und ja, das Dach noch drauf. Also, liebe Leute, ich muss sagen, ich bin echt von den Socken. Wie gesagt, Production Sims 3, Link unten in der Beschreibung, werde ich jetzt auch mit den weiteren Folgen jedes Mal verlinken, denn das guckt euch an, da muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Das Ganze ist mega amtlich, das ist eine richtig coole Hütte. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht genau, wie wir das einrichten. Wir werden dann gleich einfach mal in Medias Res gehen, die ganze Sache mal ein bisschen anzocken und mal gucken, wie die Protagonisten sich so selbst verteilen. Das könnte vielleicht für Hermine sein. Da liegt ja auch schon der Hut für Hermine, ein schöner Hexenhut. Das würde sich ja auch anbieten. Ne? Hier schöne Schminkutensilien. Auch lecker Zahnbürste, Seifenspender, lecker Blümchen. Das ist hier auch die schöne Puppe, ein schönes Bild. Mann, 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 Mann. Ja, hier auch schönes Schlafzimmer. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich so hammercool. Auch mit dem Keller, ne? Das ist hier ist dann wahrscheinlich das Esszimmer, ne? Das ist schön rot alles gehalten und wow. Wow.
Pascal, super cool, muss ich sagen. Das ist wirklich echt ziemlich amtlich. Alter Verwalter. Hast du super hingekriegt, Alter. Ich bin absolut begeistert. So. Ich will aber noch mal in den Keller. Ich muss mir den Keller noch mal angucken. Liebe Leute, das muss einfach mal kurz sein. So, hier kommt man dann runter. Wir können ja. Hier sind den Grabstätten. Was kann man. Kann man da vielleicht irgendwas mitmachen? Kann man die betrachten? Genau. Graf Dracula. Ich knipse mal direkt auf Play. Dracula, betrachte das doch mal. Mal gucken, wie da so seine Wege sind. Wie er da so geht. Ne? Interessiert mich ja auch mal ein bisschen. Ne? Und es läuft also sehr, sehr flüssig. Also, wie gesagt, das ist schon richtig cool. Dann gehen wir dem Grafen mal hinterher. Ja, er betritt das neue Domizil, das neue Schloss Dracula. Wo geht er denn daher? Gucken wir mal, gucken wir mal. Ich bin ganz aufgeregt, liebe Leute. So, wo geht er hin? Okay, wir folgen ihm. Wir folgen ihm unauffällig. Hier auch die schönen Gullideckel, ne? Cool. Ah, da geht's dann da wahrscheinlich rein. Was ich ursprünglich mal für ein Stromhäuschen gehalten habe, ist dann wahrscheinlich der Eingang in den Keller. Hier lecker Kisten gestapelt, ne? Wir folgen dem Grafen. So, so. Ah, da geht's auch eine Wendeltreppe runter. Hier noch ein schönes Waschbecken oder sowas in der Art. Wow. Liebe Leute, das ist doch mal ein amtliches Schloss Dracula, oder? Ja, Pascal, ich danke dir. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Das ist irgendwie echt das absolute Hammerhaus. Mal gucken, wie der Graf jetzt hier rumtrauert. Ich hoffe, die Sounds sind halbwegs wieder okay. Ihr habt ja mitgeschnitten. Okay, betrachtet. Okay, ich höre den Killer bellen. Wie gesagt, die Sounds, ich hoffe, die sind jetzt soweit okay. Ich habe ja dann nochmal nachreguliert und guck mal, dann noch ein tiefer. Ich glaube, da ging es noch ein tiefer, ne? Okay, genau, Graf, pass mal auf, geh mal hier hin. Wir folgen ihm. Lassen uns vom Graf eine Hausführung quasi verpassen. Da geht es hier eine schöne große Treppe runter. Super. Und dann, ja. Wow. Das ist ja auch mal ein cooles Zimmer, cooler Kamin. Wow. Liebe Leute, was kann man mit dem Globus oder das ist das Waschbecken? Was ist das? Das ist eine Säule. Hände mit Seife des Bösen waschen. Ja, komm, wir. Ne? Der Graf hat so viel Blut an seinen Händen, da müssen wir mal ein bisschen was von abwischen. So. So, was macht das Herminchen? Gucken wir mal ganz kurz, was die hier am Treiben dran ist. Wo ist sie? Ah, die schnappt sich ihr poppiges Laptop. Oh, das scheint aber vergammeltes Essen im Kühlschrank zu sein. Aber das lassen wir die gute Bonehilda machen. Die können wir auch eigentlich gleich mal wecken, fällt mir ein. Ich habe doch irgendwo hier... Da ist sie. Ist es Bonehilda? Ja. Bonehilda erwecken, genau. Weck die mal auf. Sim in eine Kröte verwandeln. Hatten wir auch alles schon... Ja. So, komm, dann hol mal die gute Bonhilda. Hol sie. Okay, dann denke ich mal, wird Boni jetzt auch als erstes gleich mal was vermutlich das... Oh, in Rot, super. Sie ist in Rot gekleidet. Perfekt. Boni, Süße, das steht dir ausgezeichnet. Passt auch genau in die Küche. Und wie erwartet wird sie jetzt hier die... Selbst Boni ist der Geruch ein wenig unangenehm. So, wo geht's denn da hin? Ah, da gibt's eine Mülltonne. Cool. Was ist los, Hermine? Kannst du hier mal ein bisschen mit dem guten Bonhildchen plaudern? So, guten Tag. Hermine, mein Name. Glove, not in Nazi. Turkna. Okay, guck mal ganz kurz, was der nette Killer so am Treiben ist. Eigenartigen Sim untersuchen, okay. Das dürfte der Graf sein. So, Fahrgemeinschaft für Hermine fällt in einer Stunde, okay. So, ich muss mal ganz kurz schauen, wie viel... Okay, wir brauchen immer noch 6.000, um den Grafen da irgendwie dieses... geh mal hier hin, Graf. Oh, das ist Hermine, pardon. Um dem Grafen halt das... dieses Unverwundbarkeitsding für Vampire zu verpassen. Das muss er auf jeden Fall haben, weil sonst brennt er jedes Mal, fackelt ein Stückchen ab und das ist ja irgendwie alles dann nicht so im wahren Sinne des Erfinders. Ne? Cool, was macht Bonhilda? Hermine? Ja, was habe ich gesagt? Böse schaukeln will sie wahrscheinlich. Ne? Das ist ja auch cool, was ist denn Ditte? Ach, das ist eine Edelstein-Schleifmaschine, okay. Und jetzt? Genau, böse schaukeln.
Ja, ich finde, das Zimmer ist doch für Hermine eigentlich wie geschaffen, ne? Ja, seht sie euch an. Mit dem tollen Blick hier auswärts. Pardon, ich habe eine neue Maus, meine lieben Leute. Ihr wisst, mit Mäusen habe ich es nicht so. Das ist, ich mache mal ganz kurz ein Thumbnail, wobei natürlich das Haus das Thumbnail Nummer 1 werden wird. Aber gut, ich gucke nochmal ganz kurz, was der Graf antreiben ist. Vom neuen Haus schwärmen. Ja, das mach mal. Das ist auf jeden Fall eine amtliche Geschichte, ne? Da hast du auf jeden Fall richtig was zum Schwärmen, weil guck dich die Hütte an, mein Freund. Das ist ein echtes Highlight. Ein Hingucker, ne? Das ist absolut der Hammer. Pascal, ich bin total begeistert. Echt, ohne Scheiß. So. Und quatschen Sie jetzt was? Hier, komm hier, neuer Haus. Ey, total coole Tee, Alter, ey. Ey, Mann, wir haben voll die coole Hütte. Hat Pascal für uns gebaut, ey. Production Sims 3. Gut, die beiden ziehen natürlich entsprechend wieder ein. Sprich, die lernen sich gerade mal wieder neu kennen. Ich mache jetzt hier mal eine Pause, denn das Ende dieser Folge ist erstmal erreicht. Liebe Leute, das wird auf jeden Fall die neue Spielwiese der Protagonisten werden. Seht's euch an, ein wirklich ultra geiles Haus. Also ich bin total begeistert. Nochmal den Hinweis, wer sich für Hausbau und Bauereien bei den Sims 3 interessiert, Pascal gibt da gerne Hinweise, hat auch super tolle Videos auf seiner Seite, auf dem Kanal Production Sims 3. Ist auf jeden Fall verlinkt, wird jetzt auch in jedem Video mit verlinkt werden und guckt es euch auf alle Fälle an. Das Haus könnt ihr euch auch auf seiner Seite runterladen. Er hat mich gebeten, da auf seine Seite zu verweisen. Kriegt ihr über den Kanal raus und da könnt ihr euch dann auch diverse Häuser runterladen und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Noch ein paar generelle Sachen. Es hat ja da zwiespältige Meinungen gegeben bezüglich der Geschichte mit dem Grafen und der guten Hermine. Einige waren dafür, zumindest mal zu sehen, was da für ein Baby bei rauskommt. Andere waren mehr oder weniger schockiert. Ich gehörte zur letzteren Kategorie, weil ich weiß gar nicht, beim Knutschen, wo bleibt denn da die Nase? Ich weiß es, ist ja auch erstmal egal. Wir werden schauen. Kommentiert doch mal für die Zukunft erstmal natürlich das Haus loben ohne Ende. Das hat der gute Pascal auf jeden Fall verdient und dann könnt ihr mal kommentieren, wie wir das im weiteren Vorfeld quasi machen sollen. Sollen wir erstmal gucken, dass wir hier mit Hermine und dem Grafen mal gucken, was da so evolutionstechnisch machbar ist und dann mal gucken, dass wir hier noch eine nette andere Vampir-Lady hinballern, dass es da ein bisschen Reibereien gibt und dann vielleicht zwei Koten, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, sollen wir auswärts irgendwie. Könnt ihr alles so kommentieren, wie ihr das gerne hättet. Gut, dann sage ich vielen, vielen Dank an Pascal, vielen, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze findet jetzt hier ein bisschen neuen Pep und wir gucken mal, was weiterhin so passieren tut. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, euer Spielkind 45.